Erkunden wir das Grab also. Sieht eher aus wie ein Bunker anstatt wie ein Grab, aber. Option. Was war hier noch? Hier hat es eben noch irgendwie. Ach, okay. Was haben wir da? Ach, da war Schrott drin. Okay. Huiuiui. Sieht immer so weit aus. Ducken. Fett Lara ausgerüstet ist schon. Und so an ihren Sachen guckt. Auch wenn man, wenn ich mich frage, wo sie die Shotgun und alles hat. In welchen Ort sie diese Sachen versteckt. Keine Ahnung. Hier durch? Was macht so ein Krach immer? Hä? Nee. Ist ja der Rückweg. Also, da bin ich ja hergekommen. Falls hier jemand ist, sagt Bescheid. So ging die Fackel aus. Noch eine Reliquie. Na Mensch, ey. Wo sind die ganzen Kinder hin? Oh. Noch ein Name. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Coco. Chuchu. Tüdü tüdü. Chuchu. Was ist das hier? Ganze Munition hier. 65 Schrott. Hui, der Schrott ist ganz schön hochgegangen. 500 noch was. Das ist auch gar nicht riskant, durch so einen Trümmerhaufen hier zu krabbeln. Aber das scheint ein Bunker zu sein. Überflutete Gewölbe, optionales Grab. Okay. Können wir gleich mal wieder upgraden. Kommandogewehr. Waffe modifizieren, Sturmgewehr zu Kommandogewehr. Oh. Kommandogewehr erhalten. Gut. Gucken wir doch mal. Huiuiui. Oh, Schalldämpfer. Ach Gott, und sogar hier mit Sniper quasi. Präzisionslauf. Uiuiuiui, was haben wir hier noch? Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapnelle frei. Hoho, okay. Das ist ja alles echt sehr, sehr geil. Okay, ein Schalldämpfer weiß ich jetzt nicht, ob das so nützlich ist bei der Waffe. Also entweder hier die Splittergranaten oder den Zoom. Ich denke, wir nehmen erstmal das Visier. Gefällt mir sehr gut. Ja, da komm, das nehmen wir mal. So, 275 haben wir noch. Können wir noch bei der Pistole was machen? Mit 275, nee. Nee, reicht nicht. Können wir hier noch was machen? Ne, 400, okay. Und beim Bogen? 350 auch nicht. Na gut. Können wir leider nichts weiter upgraden. 500 und 500. Na gut. Gucken wir uns das gleich mal an. Ich dachte, man hat jetzt einen richtigen Zoom. Das ist ja mal gemein. Ich will mein Geld zurück.
Kann man hier irgendwas umschalten? Nee. Ach, verdammt. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch lieber was anderes genommen. Na gut. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Was für eine Forschungsanlage? Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Die haben da bestimmt irgendwelche Monster hier hochgezüchtet wieder. Werden noch immer irgendwo Monster gezüchtet. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Na toll. Steht alles unter Strom, das ist ja super. Ja. Ich denke, in das Wasser. Ja, ich glaube nicht, dass wir das noch berühren sollten jetzt, ne? Weil der gute Lara hat ja mal wieder mitgebaut. Einfach mal aufschießen. Was ist das für ein komisches Geräusch? Soll das elektrisiertes Wasser darstellen? Ich hätte gern mehr Munition hierfür wieder für das Sturmgewehr. Aber hier ist überall nur Shotgun-Munition. Was soll denn das? Was haben wir hier? Kann man anzünden. Nun machen wir das doch direkt. Ach, man muss bestimmt auf das Schiff, oder? Was? Was? Nee. Nee. Das sehe ich nicht ein. Das kann ja auch nicht sein. Also, Lara, bitte. Ist da durchgeglitscht. Da bin ich nicht schuld dran. Kann da ja auch nicht durchrutschen. Ihre Oberweite hätte sie retten müssen. Die hätte da drin stecken bleiben müssen. So. Abfahrt. Hep. Oh. Ach, okay. Dann habe ich kurz Zeit, wa? Oh oh, oh oh. Spring! Oh oh, ich bin tot. Ach, Lara. Wieso kannst du nicht hüpfen? Im Wasser ist sie so agil wie eine tote Katze. Okay, nachdenken. Was hat's hier möglich? Das muss irgendeinen Grund haben, warum ich das kaputt schießen kann. Gibt's hier etwas? Kann man hier irgendwas... Man kann das Boot. Ah, okay. Erstmal das hier wieder in Brand stecken. Lara? Vielen Dank. So. Jetzt machen wir das Ding aus. So. Jetzt holen wir uns das kleine Ding hier ran. Hiya. Nochmal. Hiya. Komm, nochmal. Hep. Warte, reicht das schon? Ich glaube, das reicht sogar schon. Jetzt machen wir das. Hoch. Bringen hier rüber. Okay, das hätte ich gar nicht hochschießen müssen. Erstmal. Jetzt nochmal hochschießen. So, Wasser ist aus. Schnell rüber da. Oh oh, oh oh, oh oh. Puh. Hier irgendwas zum Öffnen. Klauen. Hier muss es doch jetzt weitergehen. Hä? Hier muss es doch jetzt irgendwie. Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Hä? Hier geht's nicht durch? Okay. Ich jetzt nicht.
hier irgendwo hochspringen oder was? Ich hätte wirklich gedacht, es geht da weiter. Ich sehe aber auch nicht, wo es genau weitergeht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, einfach aufschieben. Nee. War ja auch zu einfach gewesen. Irgendwelche Knöpfe? Hebel? Schalter? Es gibt immer Hebel und Schalter. Push to close. Schnell, schnell, schnell. Durchs Wasser. So, jetzt sind wir wieder hier drüben. Das ist ja... merkwürdig. Wow. Oh. Was ist denn jetzt? Oh. Oh, da hat sich gerade meine Mo... Daran bin ich wirklich jetzt nicht schuld. Meine Maus hat sich irgendwie verabschiedet. Ach, verdammt. Naja, jetzt geht's ja wieder. Wurde so kurzzeitig scheinbar nicht erkannt. Na dann das Ganze nochmal. Wenigstens nicht mehr nochmal das Schiffchen. Brötchen. Hin und her ziehen. Ich muss aber sagen, das Grab hier diesmal ist ganz schön schwierig. Also blicke ich gerade nicht so ganz. Da hinten kommt man ja mit dem Boot nicht weiter. Verstehe ich nicht. Da hinten haben wir die Treppen. Da müssen wir hin. Aber wie sollen wir da hinkommen? Weil hier kommt man ja nicht lang. Da sind die Treppen. Wie kommen wir zu den Treppen? Wie kommen wir zu den Treppen? Ich sehe des Rätsels Lösung noch nicht. Ich denke nicht, dass es damit irgendwas zu tun hat. Es muss was mit dem Boot zu tun haben, ne? So viel steht ja schon mal fest. Das ist ja wohl ganz klar. Was ist das hier für ein Gerät, ey? Warum brummt das so komisch? Na gut, dann nochmal darüber. Das ist... Ich denke mal, das Rätsel des Rätsels Lösung ist sehr einfach. Ich bin nur zu blöd, es zu sehen. So schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Es muss ja auch einen Grund geben, warum man darüber kann. Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Wie es aussieht, ist das Licht. Das Licht ist das Problem. Das Licht ist das Problem. Was für ein Licht? Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ja, das habe ich ja jetzt verstanden, aber was meintest du denn mit dem Licht? Das Licht ist das Problem. Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man hier rüber kann, wenn es keinen Sinn gibt. Bringt's was, das Boot hierher zu ziehen? Bitte nicht welchen. Ach, na klar. Ich sag doch, es ist so einfach. So. Das hoch. Das ran. So.
Ach ja. Dass ich das nicht gleich gesehen habe. Ach. So, jetzt sind wir ja da, wo wir hin wollten. Mal gucken. War es das jetzt mit dem Grab? Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben Sie gesucht? Ach da. Ui. Brüste. Yeah, 1250 EP. Mann, ey, die Gewölbe geben aber auch EP. Sehr schön. Hätten wir das auch. Führen Sie ein Upgrade durch. Oh, wir haben wieder genug. Komm, dann machen wir gleich noch eins. Hier nehmen wir jetzt den Schalldämpfer oder die Granaten. Ich denke, die Granaten. Bam. Blittergranaten. Boah, 82%. Ein Upgrade noch und die Waffe ist fertig. So, raus hier. Belohnungsorte auf der Karte. Grab. Ist auch noch ein Grab. Ach, das ist da hinten, wo wir nicht reingekommen sind. Okay, was ist hier? Ort unbekannt. Ah. So. Hör ich da wen laufen? Wie kommt man jetzt darüber? Sieht sehr weit aus, finde ich. Aber das fand ich schon sehr oft. Ja, sag ich ja. Hier runter, ne? Ja. Gut. Hätten wir das gemeistert. Hoho! Unten ist Beute gut. Reichen die das Wrack der Endurance? Sind wir doch dabei. Was haben wir hier? Ach, das ist wieder so ein komischer Grabhügel, Plünder, Kram. Das gibt nur 5 EP? EP? Was soll ich meinen? Wo gehe ich denn jetzt hier hin? Ah, naja. Wieder nach oben. Untersuchen? Das habe ich gar nicht gesehen, aber gut. Lang? Ich habe mich gerade etwas verhaspelt hier. Wo bin ich denn jetzt genau? Wie? Hier hoch? Hier rüber? Da oben ist die Brücke. Wieso kommt sie denn da schon wieder nicht hoch? Also bitte. Die war halt hier lang. Ich weiß nicht, wie ich da auf dem anderen Weg wieder hinkomme. Überlebensinstinkt, na das brauchen wir. Hier brauchen wir ja wohl wirklich keinen. Also das sieht man ja wohl. So. Da drüben. Ach da, Felswand.
Nee, Bogen nicht. Nee, Pumpkanone hier. Tola. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Hoshi! Ihr Abbild, Priesterin Hoshi, beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Okay. Da kommen wir ja nicht durch, ne? Das ist ja hier so eine Mauer, wo sie was Stärkeres braucht. Verdammt, das kann ich noch nicht. Okay, ja. Gut. Also müssen wir hier lang. Schalldämpfer drauf. Aktuelle Position, Bunker an der Klippe. Krauch, Krabbel. Immer diesen Arsch vor Augen. Oh. Bunker ausblick. Sie schlachten sie aus. Wer schlachtet sie aus? Ich sehe doch gar keinen. Hier, fieser Bunker, ey. Hier speichern wir mal kurz. Okay, das war's schon. So, Alex, wir sind auf dem Weg. Ach nee, darüber müssen wir, okay. Hoch. Rüber. Hüpf! Hack! Nee. Warte mal. Doch, darüber ist richtig. Wollte ich auch lang klettern hier. So, lieber mal wieder auf Pistole wechseln. Was haben wir denn hier? Kenne ich nicht. Anzünden. Ist das schon wieder so ein Sammelkram? Mist? Ja. Herausforderung. Vorherige Bewohner. Eine von vier Flaggen. Oh, die hat's zerrissen hier, die Kanone. Schade. Ist natürlich... So ein Ding rumballern. Huch. Mach doch mal die Fackel aus, Mädchen, die brauchen wir nicht. Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt. Feinde. Das spielt keine Rolle. Sie erteilen Befehle, wir befolgen. Ohne Fragen. Aber wir haben letzte Woche schon alle tragbaren Raub geschafft. Brauchen wir ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Oh, wie mache ich das nochmal? Okay. Drei Stück da. Einer da. Da oben ist auch noch einer. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht davor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Da hinten ist auch noch einer. Oh Gott. Ob ich den leise ausgeschalten kriege?
Jawohl. Moment, erklemmt! Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder. Mich kotzt das alles an. Wir bergen diese ganze nutzlose Scheiße. Reißt den Arsch auf. Ich glaube, ich versuche den mal leise zu erledigen. Hohoho, knallen ihre eigenen Leute ab, ey. Zurück an die Arbeit. Ist der jetzt tot? Ne, der steht ja noch. Oh oh. Wo gehst du hin, mein Freund? Wo gehst du hin? Wow. Verdammt. Ärgert mich das. Das hätte ich besser machen müssen. Hä? Jetzt so? Komm her, du. Da hinten kommen noch mehr. Oh nein, nicht so einer. Okay, okay. Jawohl! Jawohl! Haben wir's? Okay, haben wir scheinbar. Etwas komisch, aber gut. Kann ich ja nichts für, dass das Spiel dann irgendwie anders lädt an einer neuen Stelle. Ah, ärgert mich das. Das hätte ich besser machen müssen beim ersten Mal. War nicht so schön. Hab erst im Nachhinein, als ich mich geschossen habe, habe ich erst gesehen, dass der gute Herr einen Helm trägt. Die Munition von der einen Waffe ist immer leer, während die von den ganzen anderen Waffen immer voll ist. Na? Hä? Was war das für ein Sprung? Das können wir das rausreißen? Nee. Kann sie nicht. Oder war das der Winkel? Okay, geht nicht. Die Munition ist voll. Oh, sehr schön. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Mhm. Feldbericht der Expedition. Forscher, die Suche nach dem Stern. Sie gingen ins Landesinnere zum Kloster, aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Was für ein Stern? Hätte ich von dem Stern schon mal hören müssen? Sollte ich wissen, welcher Stern gemeint ist?
Hier liegt noch jemand. Da oben geht es doch noch irgendwie hoch. Oh, hier sind gerade ganz schöne Frame-Einbrüche. Hier durch die Tür? Nee. Ach, hier. Hä? Da rüber rutschen? Was bringt das? Nichts. Da ist eine Leiter.